Hallo ihr Lieben. So, wir waren jetzt unterwegs und sind wieder zurück. Das ging ganz schnell bei Raffi bei seinem Termin. Rein, Zahnspange angepasst, wieder raus. Fertig. Ja, sodass wir wirklich geschafft haben, beim Teddy nachzugucken. Für Raffis Geburtstag ein paar Sachen. Bei Hagebau, das was ich haben wollte. Und kurz, schnell, so wirklich insgesamt alles dreiviertel Stunde durch Kaufland durchgefegt. Es ist doch nicht viel geworden, was wir mitgenommen haben. Aber auf jeden Fall bei Teddy hat Raphael das hier gesehen. Eine Pinata. Ne? So eine. Wollte er unbedingt haben, weil ich glaube vorletztes Jahr war das. Dann kam meine beste Freundin gegen Abend an seinem Geburtstag und hat eine Pinata mit. In Form von einer Geburtstagstorte. Ja. Und die war auch da, aber er wollte heute unbedingt diese hier haben. Die hat auch 8 Euro gekostet. So. Also bekommt mein Junge jetzt in 2 Wochen eine Pinata. Ja, hier ist eigentlich fast alles nur für seinen Geburtstag. Und ja, wenn jetzt Kommentare laut werden, ja, die Umwelt und was weiß ich. Klar, aber auch Geschirrspüle durchzujagen ist auch Umwelt, also ne, Verschmutzung. Das braucht genauso Wasser und alles. Wir haben die jetzt mitgenommen. Für 1 Euro die Packung, so ein Happy Birthday. Einmal so Pappteller. Da kann man nämlich den Namen draufschreiben von dem jeweiligen Kind, was da ist. Und dann kann das Kind das halt eben den ganzen Abend, während wir grillen, benutzen. Und mir fällt jetzt, sage ich mal, Abwasch ein bisschen weniger. Und wenn wir da auf der Terrasse sind, sollte was irgendwie runterfallen, ist es kaputt. So ein Plastikteller geht nicht, Pappteller geht nicht kaputt. Genau das gleiche hier kann man draufschreiben, den Namen von dem Gast, und dann darf man das auch den ganzen Tag oder Abend benutzen. Dann haben wir jetzt tatsächlich endlich gefunden. Haben wir letztens geguckt, bei Action haben wir jetzt nicht gefunden. Nur eine war da, ich glaube die 3 war da und 1 nicht oder umgekehrt. Jetzt haben wir die 31, okay. Die 13 gekauft für ihn. Luftballons. Dann haben wir einmal noch so ein Luftballons Happy Birthday steht drauf. Dann, okay, das ist jetzt, hat nichts mit Geburtstag zu tun. Das ist so ein Saumband zum Aufbügeln. Dann habe ich hier die 13 als Wunderkerze für den Kuchen mitgenommen. Und Isabel hat das, ja gut, aber nur draußen, Konfetti, keine Konfetti drinnen. Wenn, dann wird sie wirklich Ärger kriegen. Und dann war ich bei Teddy und wer sitzt da im Regal? Da saßen nochmal 2, wirklich nur 2, genau die gleichen Frösche, die ich letztes Jahr gekauft habe. Ich stand erstmal noch, kaufe ich noch eins, dann habe ich 3 vor meinen Tellern immer sitzen. Nein, habe ich, Isabel, nein, du brauchst nicht. Isabel ist wie so ein Einkaufspolizei gerade. Aber der hier, der hat mich angeguckt, der ist so süß. Ich überlege nur gerade, vor dem Teller werde ich ihn nicht platzieren beim Essen fotografieren, aber irgendwo hier in der Küche wird er garantiert seinen Platz finden. Also wenn ihr Vorschläge habt, ihr kennt ja meine Küche, wo ich ihn hinsetzen oder so vielleicht hinhängen kann, sagt Bescheid bitte, ja? So, das war Teddy. Bei Teddy haben wir eigentlich nur zum Geburtstag alles eingekauft, außer den Salamander. Und dann, ich glaube, hier habe ich das von, genau, Hagebauch habe ich hier. Erstens, das, was ich unbedingt haben wollte, weil diese Hacken hier, ne, die halten nicht. Isabel hat den mir schon mal runtergerupft gehabt. Der andere hält noch, aber da habe ich die Handschuhe auch noch nicht abgenommen gehabt. Die habe ich nur aufgehängt und das war's. Deswegen habe ich mir überlegt, werde ich wahrscheinlich hier so diesen Haken wegmachen und direkt hier diesen Dreier aufhängen für Handschuhe, für die Topfhandschuhe. Und dann habe ich bei Hagebau noch Fliegengitter gekauft, ne, mit Klettband, so fürs Schlafzimmer oben oder auch vielleicht für Küche hier unten. Die Katzen reißen das zwar kaputt, aber ich denke, für eine Zeit lang ist das wenigstens dann ein bisschen geschützter. Und habe ich dann jetzt noch, die Kinder haben sich das ausgesucht, Wasserbomben.
Es kommt ja bestimmt jetzt wieder warme Zeit, ne? So, und dann haben wir nur noch Kaufland. Bei Kaufland habe ich hier einmal Witze Ente, Duopack mit was für ein Geruch? Sind das jetzt Erdbeeren oder was ist das jetzt? Kann ich jetzt gar nicht. Fabelhafte Frische. Ja, steht fabelhafte Frische, aber was für ein Duft? Auf jeden Fall irgendeine Frucht in Rot. Das habe ich jetzt bei Kaufland mitgenommen. Dann ist jetzt alles wieder querbeet. Paprika. Davon habe ich noch ein paar. Raphael wollte unbedingt, warum auch immer, diese richtig scharfes Zeug wollte er jetzt haben. Dann haben wir, wie ich schon sagte, Geburtstage demnächst. Habe ich gleich drei. Also hier sind zwei, drei Pakete. Und ich glaube, das wird nicht reichen für die nächsten Wochen. Mehl mitgenommen. Dann Eier. Zwei Pakete gleich. Brötchen für uns für morgen unterwegs, für Isabel und für mich. Werden wir uns mal was schmieren. Davon welche. Und Isabel ein Laugenbrötchen. Und für die Männer habe ich auch dann wieder normale Brötchen ein paar mitgenommen. Dann Ketchup. Schokobons und Isabel hat da drauf bestanden für unterwegs. Weil die sagt, alles andere schmilzt, das schmilzt nicht. Okay, von mir aus. Nehmen wir die, weil Schokobons sind ganz normal. Dann hier wieder Gummibärchen. Und hier wieder mal Stangensellerie, ein Eisbergsalat. Hier sind noch mehr, oder genau, hier sind noch mehr von diesem Fertigzeug von Maggi. Keine Ahnung, warum die Kinder das so gerne essen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also, ja gut, alle paar Jubeljahre vielleicht. Manchmal kriege ich auch so einen Japp drauf, ne? Aber die hauen sich da ja das Zeug fast jeden zweiten Tag abends noch rein, ne? Und das, obwohl ich hier so viel und eigentlich gut koche, ne? So, wir haben noch ein bisschen Aufschnitt mitgenommen. Eben, weil Isabel und ich morgen unterwegs sind, uns auch Brötchen und sowas schmieren wollen. Hier sind welche mit Kräutern, Puttenbrust. Das gibt es bei Kaufland, deswegen, wenn ich da bin, muss ich das immer mitnehmen. Dann mit Curry-Mantel und ganz normal, Plastik. Und dann wie immer rein Rindsalami für Räffchen. Dann habe ich Fleisch mitgenommen. Das packe ich jetzt erstmal in den Gefrierschrank, falls wir dann am Wochenende grillen wollen oder so. Dann kann man das immer noch rausholen. Frischkäse mit Kräutern der Provence Balance. Das ist meins, dann nehme ich meistens. Dann will ich irgendwann mal demnächst entweder Suppe oder so ein Grütze quasi, wie wir in Kasachstan das gekriegt haben. Das war dann als sowas wie Reis, als Beilage zum Fleisch oder so. Erbsenpüree. Habe ich aber gelbe Schälerbsen mitgenommen. Wollte ich mal ausprobieren. Gelbe hatte ich nämlich noch nicht gehabt. Dann Bananen sind mitgekommen. Äpfel für Ise und für mich. Die wollte unbedingt einen grünen für morgen für unterwegs. Und ich einen, den anderen lasse ich hier. Pink Lady Äpfel. Dann hatten die im Angebot, aber leider waren fast alle Sorten weg. Gab es nur noch in Kirsch und Vanille. Und Vanille mag keiner hier großartig. An die Heidelbeere gab es auch. Mag auch keiner. Ich habe jetzt nur die letzten beiden Gläser Kirschjoghurt mitgenommen. Für meinen Mann. Dann ein Glas unserer Lieblingsgurken. Das sind nämlich fast alle. Und dann, ja, ich habe Raphael gefragt, was für Torten willst du an deinem Geburtstag haben? Wie immer kommt meine Schokotorte. Ne? Die wird jedes Mal zu jedem Geburtstag, jede Veranstaltung gewünscht. Kriegt er auch. Ups, Entschuldigung. Und dann habe ich gefragt, was willst du da drauf haben? Und dann waren da so süße, niedliche Emojis, ne? Habe ich jetzt die mitgenommen und ihr werdet nicht glauben, ich habe auch die
die mitnehmen müssen. Auch die Bösen. Oder Traurigen und Fiesen. Ja. Obwohl hier sind ein paar. Ja, okay. Das mit den Sternen in den Augen, der grinst aber auch ziemlich gemein. Auf jeden Fall kommen auf die Torten jetzt solche Sachen. Letztes Jahr hatte ich ja Auflieger bestellt, vielleicht bestelle ich auch wieder von seinen Lieblingsspielen, ne? Wie war das? Minecraft und was hatten wir noch? Weiß jemand noch von euch, welche Tortenauflieger ich letztes Jahr hatte? Minecraft und ach, ist egal, auf jeden Fall. Ich gucke mir heute das bei Amazon an. Vielleicht sucht er sich auch noch einen so einen Tortenaufleger. Werden wir sehen. So, auf jeden Fall habe ich noch Polenta gekauft. Und dann sind eigentlich nur noch ein paar Sachen. Also eisgekühlt habe ich jetzt nichts mitgenommen. Habe jetzt hier Butter wieder. Dann noch mehr Grillzeug, also eben nicht mariniertes Fleisch. Das werde ich dann selber einlegen, wenn wir grillen wollen. Und dann, ja, das, was bei Lidl letztens nicht da war, Putenhacksteaks. Die kommen jetzt zwei Packungen auch noch in den Gefrierschrank. Die brauchen wir heute nicht. Würstchen, die Flügelbratwurst in eben normal, aber es ist halt halal, ne? Das ist diese türkische Firma. Hier Dönerstyle. Wie viel davon habe ich jetzt? Dönerstyle habe ich zwei. Genau. Und von daher so, dann habe ich aber noch, die mag ich auch sehr gerne, Geflügelberner. Da drin ist Käse und umwickelt ist das mit Puttenschinken. Die sind so lecker. Ich weiß, ich darf davon nicht so viel essen, aber ja, ein Würstchen oder so am Abend, wenn wir grillen, kann ich. Und zu guter Letzt, mir war letztens, gestern, habe ich zum Frühstück Brot mit Wurst angefangen zu essen. Und irgendwie weiß ich nicht. Mir wurde ja geraten, probier mal mit vegetarisch, weil irgendwie scheint es dieses tierische Eiweiß nicht immer so gut zu sein. Also vor allem morgens zum Frühstück. Habe ich jetzt gemerkt. Heute ging es aber eigentlich. Vielleicht war es gestern einfach, weil mir generell schlecht ging. Aber ich will jetzt was ausprobieren. Und zwar habe ich jetzt Take It Veggie von Kaufland, die Marke. Vegetarischer Aufschnitt auf Basis von Milch und Hühnereiweiß. Hier okay, Eiweiß ist halt Eiweiß, ne? Ich probiere es aus. Das ist jetzt mit Paprika, ne? Sowas wie Mortadella halt mit Paprika. Aber vegetarisch halt. Nicht vegan, vegetarisch. Und dann gleich das gleiche, nicht das gleiche, aber halt auch vegetarisch, Mühlensalami. Ich probiere das aus. Ich will jetzt nicht vegetarisch werden oder sonst was, aber ich will es ausprobieren. Einfach mal, um zu gucken, erstmal, wie es schmeckt. Ich habe absolut null Ahnung, wie sowas schmeckt. Noch nie probiert. Und zweitens, ob das dann irgendwie besser geht. Aber ganz ehrlich, dem Portemonnaie geht es natürlich dadurch schlechter. Ich habe geguckt, also ich vergleiche mal ganz einfach. Hier sind 100 Gramm. Das kostet unter 1 Euro. Das ist Puttenaufschnitt. Mager, ohne Fett ist wirklich tatsächlich drin, nur 1,5 Gramm Fett. Also das war, worauf ich ja so achten muss. Und dann nehmen wir mal jetzt die hier, diesen vegetarischen Aufschnitt. Okay, hier sind 125 Gramm. Hat 1,49 Euro, glaube ich, gekostet. Und Fett ist drin pro 100 Gramm 15 Gramm. Ja, hier pro 100 Gramm 1,5 Gramm Fett oder 15 Gramm. Ne? Deswegen, ich bin da wirklich ziemlich unsicher, ob das überhaupt für mich einen großen Unterschied macht, weil ich ja auf Fett achten muss. Ne? Ich darf nicht so viel. Und dann sowas ist da nicht vielleicht doch. Und vor allem hier ist auch Eiweiß, Milch und Hühnereiweiß. Ne? Also, und dann das hier, das sind nur 80 Gramm und kostet 1,35 diese Salami. Diese reine Rindsalami kostet nicht so viel. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie viel. Ich habe jetzt auch nicht hier den Zettel. Aber es ist
halt, ne, das ist schon ein Unterschied. Deswegen, ich werde ganz sicher nicht komplett auf vegetarisch jetzt umsteigen, aber ich will ausprobieren einfach, wie es schmeckt. So, das war's dann eigentlich. Ich habe jetzt nur noch Wasser hinten im Anbau und eine Palette Milch. Mehr nicht. Ja, das ist alles. Genau, oder? Ja, mehr habe ich jetzt nicht eingekauft. Das räume ich jetzt ganz schnell weg, bevor ich das Abendessen fertig mache. Hoffentlich hat dieses Video euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.